Hallo zusammen, hier ist Jan und ich melde mich mit ganz lieben Grüßen jetzt schon aus Bratislava mit einem kurzen Rückblick auf den Fundraising-Kongress in Österreich. Der 23. hat gerade stattgefunden oder findet auch heute noch statt. Heute laufen noch die Masterclasses und ich durfte wieder dabei sein, was sehr, sehr schön war, denn der österreichische Fundraising-Kongress lebt immer sehr von einer familiären Stimmung. Rund 300 Teilnehmende, nicht nur aus Österreich, waren mit dabei und los ging es am Montagmorgen mit einer Keynote von Jacob Finnbjørn Mølmos, ehemals Jacob Rowland, falls ihr ihn unter diesem Namen noch kennt. Er hat zu Fundraising Innovation gesprochen und dann folgten einige Sessions, so wie wir das so von den Kongressen kennen, Seminare. Und ich durfte dann selber am Montagnachmittag noch eine Session gastgebenderweise präsentieren, und zwar durfte ich die Session eine Idee, die ich selber gern gehabt hätte, moderieren. Und das war eine coole Session, denn wir hatten insgesamt 10 Speakerinnen und Speaker, die jeweils eine Idee vorgestellt hätten, haben, die sie eben selber gerne gehabt hätten. So ein bisschen nach diesem Ivy Todd, I wish I thought of that Beispiel aus England von dem Ken Burnett, ja. Am Dienstag durfte ich dann noch zu Digital Fundraising, What's Hot, What's New, was erzählen, was da gerade eben so abgeht. Und aber es gab spannende Sessions. Und zwar eine möchte ich da ganz besonders rausheben. Und zwar hat der Fundraising-Kongress in Österreich dieses Jahr etwas ausprobiert. Und zwar nannten sie das Innovation Lab. Also ich schaue hier immer in das Programm rein. Innovation Lab, coole Art einer Session, und zwar dreimal eine halbe Stunde ein Impuls und zu einem Thema, und das war eben dann am Montag, ging es um Mitgliederwerbung 4.0, das Tablet im Face-to-Face-Fundraising, dann kam Virtual Reality, Einsatz im Direktdialog, und dann das bewegte Bild erobert das Fundraising, also wie wir mit Videos eben dann auch Danke sagen können und das im Stewardship einsetzen können. Und darunter hat mir ein Vortrag sehr, sehr besonders gefallen, und zwar von Guido Engen heißt er, hoffentlich richtig ausgesprochen, von Greenpeace, der nämlich Virtual Reality Einsatz bei Greenpeace in Österreich vorgestellt hat, und er hat wirklich gepunktet mit tiefen, tiefen Einblicken in die ganze Kampagne, mit Details zu Virtual Reality im Fundraising. Und dazu habe ich dann ihn auch nochmal vor die Kamera geholt und einen Fundcast endlich mal wieder produziert. Den gibt es dann demnächst hier auch und könnt ihr euch schon drauf freuen. Ja, am Dienstag daneben noch meine eigene Session irgendwie mit Digital Fundraising und parallel aber auch alle möglichen Themen wie natürlich Crowdfunding, Data-Driven Fundraising, Stiftungsfundraising und so weiter. Also alle Themen waren mit dabei. Ganz toll fand ich selber auch noch von der Astrid vom österreichischen Fundraising-Verband, die immer mal wieder eine Yoga-Session eingelegt hat. Und das hat, glaube ich, nicht nur mich gefreut. Und wir konnten ein wenig uns bewegen, entspannen, relaxen, jeweils 5 Minuten, kurz und knapp. Verleihung Fundraising Awards vielleicht noch herauszustellen. Ja, der österreichische Fundraising-Kongress verleiht immer sehr, sehr viele Awards, gefühlt zumindest. Das dauert dann auch seine Zeit. Viele Kolleginnen und Kollegen, wie auch ich, mussten stehen und uns das dann anschauen. Es war spannend, klasse, toll. Natürlich die ganzen Einreichungen, aber es hat sich dann eben doch relativ lang hingezogen. Aber das ist ja immer so mit diesen Awards. Wir wollen sie alle und müssen auch die Arbeit von den Kolleginnen und Kollegen da wertschätzen. Aber da müssen wir vielleicht noch ein bisschen rumtüfteln, wie wir das insgesamt auch bei anderen Kongressen kürzer, knapper hinbekommen. Erstmalig auf diesem Kongress auch Kongress-Clubbing, also beim österreichischen Kongress das erste Mal irgendwie so eine Disco auch. Und ja, da kann ich nur sagen, die Kolleginnen in Österreich dürfen noch, Kolleginnen und Kollegen in Österreich dürfen noch ein wenig mehr aus sich herauskommen und dann auch die Tanzfläche wirklich nutzen. Alles in allem ein wunderbarer Kongress. Auch Raise Now war mit dabei, mit den Jungs von Formonauts und auch die Kolleginnen und Kollegen von Sextant. Fand ich, haben wir da eine sehr coole Aktion gemacht, und zwar
haben wir eine Dialogerin durch den Kongress geschickt und ja, die Teilnehmenden richtig erleben lassen, wie es eben ist, am Tablet ja, mit dem Tablet eben geworben zu werden und wie schnell und einfach dann auch die Übermittlung der Daten ins CRM ist und so weiter. Ja, auch eine coole Aktion. Herzlichen Glückwunsch nochmal an die Gewinner. Es war nämlich auch verbunden mit einem Gewinnspiel. Ja, das soll schon in Kürze gewesen sein. Insgesamt Thumbs up für den österreichischen Fundraising-Kongress und den Verband, alle Kolleginnen und Kollegen dort, die das organisiert haben. Super gut, well done. Und jetzt bin ich schon in Bratislava zusammen mit dem Jacob hierher gefahren, weil hier findet jetzt der osteuropäische Fundraising-Kongress statt. Ich bin sehr gespannt drauf, das erste Mal hier, aber dazu melde ich mich dann in einem anderen Video nochmal. Macht's gut und ja, bis die Tage. Tschüss.